Bleib schön auf deiner Seite der Wand, hörst du? Okay, wir haben jetzt ein Seil. Was mich irgendwie nicht wirklich weiterbringt. Nee, bringt mich gar nicht weiter irgendwie. Na gut, gehen wir erstmal raus. Schädel können wir nicht mitnehmen, wir haben hier bloß das Seil gefunden. Das Spiel ist so eine Klasse für sich, muss man schon sagen. Die meiste Zeit läuft man ziemlich rätsellos rum. Also man weiß, was man zu tun hat, aber man findet so viele Sachen, mit denen man nichts anzufangen weiß. Wie jetzt ein Seil. Vielleicht kann ich mit dem Seil auf den Baum klettern, aber warum? Und bei dem Baum konnte ich, glaube ich, bloß den Korken anklicken, oder? Ja, die waren vorhin nicht da. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. War ich zu schnell im Klickern? Okay, bleib mal hier. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird den Auserwählten ein Licht den Weg weisen? Dann nimm sie mal mit. Wo sind sie denn jetzt hin? Unter den Stein. Heb den mal hoch. Aber warum? Was ist da unter den Stein? Dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind. Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind sie hin? Keine Stelle. Wo sind denn die Irrlichter hin? Seil mit Bäumlein. Auch das Seil hilft mir hier nicht weiter. Wo sollte ich es auch festknoten? Ach, Mann, oh. Na gut, geh nochmal raus hier. Und geh nochmal rein hier. Nein, die Irrlichter sind nicht wieder da. Gut, auf zum Ufer. Insel, da sollst du hin. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Wenn ich das wüsste. Achso, ich weiß ja wahrscheinlich. Mit der Kanone hinschießen, würde ich auch sagen. Aber gibt es hier noch irgendwo was abzugreifen? Warum haben wir das Baumlicht verkorkt? Ach, bin ich doof. Eine kahle Stelle, wir haben eine Schaufel, dass mir das jetzt erst einfällt. Ich bin ganz überlegt, was hier wohl los ist. Warum das wohl war, welchen Sinn das gehabt haben soll. Vielleicht bin ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Los, buddel mal. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Yeah, und dafür brauchen wir das Seil. Haha. Nee. Nö, auch nicht. Ach, wir können so rein. Ich dachte schon. Pfütze? Durch den hohlen Baum da oben hat es hier wohl reingeregnet. Aber ich rieche da noch was. Ist das Petroleum? Dann geht mal wieder hoch, wenn da Petroleum ist. Cool. Baum. Insel. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ja, du lässt dich mit der Kanone rüberfeuern. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, so ist es halt, wenn man nicht schwimmen kann. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Genau, das Loch. Von außen wirkt er so bunt, aber von... Können wir jetzt ein Seil anbringen hier und uns abseilen? Hier komme ich auch ohne Seil runter. Na dann. Na, was ist jetzt nur mit runterkommen? Geh nochmal hoch.
Vielleicht können wir außen runterklettern. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Ja, mach halt. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Warum machst du es denn nicht? Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Hier komme ich auch ohne Seil runter. Ja, dann mach doch. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie... Toi, toi, toi. Warum? Das hat noch... Hä? Warum machst du das nicht? Du enttäuscht mich. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ja, dachte ich. Ich glaube, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Ach so, ja, machen wir Feuerspot an. Irgendwie müssen wir die Bomben anzünden. Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Den holen ich aber... Ja. Nee. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Steinmütze mit Loch? Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Okay, ein Fallschirm. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Munition haben wir? So rum wird das nichts. Dann nimm mal die Mütze wieder. Okay. Schmeiß sie da rein. Den hohlen Baumstamm als ich kann aber von... Dann kletter halt ins Loch, Mann. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Bomben. Das ist Wahnsinn. Das kann unmöglich klappen. Aber was soll's? Schlimmer kann's wohl kaum noch werden. Ja. Wie zünden wir die von hier oben? Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und... Oh je. Genau. Ein Fallschirm. Kletter mal wieder ins Loch. Was sollen wir denn im Fallschirm herkriegen? Spot mit Bomben. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Na, Seil mit Bomben? Im Prinzip würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Oh. Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Ha, da führt ein Rätsel zum nächsten. Wir nehmen den Flammenspot mit, der gefällt mir am besten. Was macht man mit feuchten Sachen? Man hängt sie über die Wäscheleine. Was natürlich überhaupt nicht geht. Können wir hier rein? Okay. Seil. Kerze. Tür. Wäsche. Die Klamotten hängen gut, wo sie hängen. Außer Reichweite. Der Ofen geht ja eh nicht. Doch, ich habe eine Idee. Für den. Aber das wird keinen Sinn machen. Warum? Aber wir probieren es aus. Nein, geht nicht. Schade. Ich dachte hier vielleicht den Ofen ein bisschen hier einheizen mit Spot. Tür, Zeugs da. Da haben wir ein bisschen Korken hergefunden.
Freder Bruno Opa. Opas Hose. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Aha. Okay, jetzt können wir uns aus der Hose keinen Fallschirm bauen schon mal. Obwohl, wir können mal Opa fragen, ob es uns leid. Hallo Opa. Ach, hallo Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ach ja. Ich werde euch verlassen. Na gut. Aber sei bitte zum Essen wieder da. Nein, Opa. Ich verlasse euch für eine ganze Weile. Liegt es am neuen Rezept? Nein, Opa. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich kann die Wahrheit verkraften. Mach's gut, Opa. Ich werde dich vermissen. Aha. Bis später. Kopf hoch, Ben. Wir sind nicht Ben. Naja, wurscht. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Wir gehen. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Na gut. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, mir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Mhm. Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Genau. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor den Asgil? Asgil? Was soll denn das sein? Och, was sind denn Asgil? Die Asgil sind grauenvolle Monster mit spitzen Fingernägeln. Fingernägel? Ja, ihre Fingernägel sind so lang und spitz, dass sie dir die Augen aus mehreren Metern Entfernung ausstechen können. Und noch? Naja. Sie haben 11 Augen. 11 Augen? Ja, aus den Schatten der Dunkelheit heraus starren sie dich an. Lauernd, berechnend, um dann mit einem Mal aus ihrem Versteck zu springen. Du hast keine Chance, ihnen zu entkommen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. No. Das Schlimmste aber ist das spitze Horn auf ihrer Stirn. Horn? Ja, sobald sie dich entdeckt haben, rennen sie unaufhaltsam auf dich zu. Sie neigen ihren Kopf und spießen dich auf, bevor du auch nur an Fluch denken konntest. Diese Asgil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Nein. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Also, scharfe Zähne? Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Würgemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Aha, und Tiger? Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Auch nicht vor den Asgil? Asgil? Was soll denn das sein? Okay, was haben wir denn da? Scharfe Krallen, riesige Tentakel. Scharfe Krallen machen ihm Angst. Die Asgil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Und elf Augen, zwei Köpfe. Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Und scharfe Zähne hat er auch. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Diese Asgil scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde.
Jetzt haben wir ja auf jeden Fall Angst gemacht. Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber... Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe.